Air India schickt die 747 in Rente. Des Weiteren, der Frankfurter Flughafen hat die Sicherheitspersonalleute neu ausgeschrieben oder die Dienstleister, um genau zu sein. Und natürlich haben wir noch einen Hinweis in Bezug auf Hilton mit der Promotion, die heute gestartet ist. Denkt daran, wenn ihr bei Hilton übernachtet. Und wir haben auch eine Statusverlängerung bei Aegean bei Miles and Bonus oder Plus Bonus. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt daran, auch wenn hier Gewusel ist, Gepiepe ist vom Burger King auf einem Boot, deshalb vibriert es auch ein bisschen. Denkt einen dran, den Abonnierbefehl zu befolgen, Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like dazulassen. Nachdem der erste Anlauf nicht geklappt hat wegen des Tons, machen wir jetzt einfach den zweiten. Die Hintergrundgeräusche bleiben für euch. Bis gleich mal, es macht wieder etwas das Ganze spannender. Das erste Thema ist das Projekt Sunrise von Qantas. Qantas hat ja geteasert, dass man mit dem Projekt Sunrise von Australien direkt nach England fliegen möchte, aber auch direkt nach Nordamerika. Man hatte das mit einem 787 Dreamliner ausprobiert, hat sich aber jetzt doch für einen Airbus A350-1000 ULR, also Ultra Long Range, entschieden. Dieses Flugzeug ist dann auch von Toulouse nach Perth geflogen und hat damit gezeigt, dass man in etwas über 16 Stunden den Golf umfliegen kann, also heißt im Mittelmeer gestartet ist, dann am Golf unten vorbei, Oman vorher, UAE logischerweise, dann nach Indien rüber und dann von Indien direkt quasi über das Meer bis nach Perth geflogen ist. Das Flugzeug ist dann dort gelandet, ist dann noch weitergeflogen nach Sydney. Es hatte übrigens auch einen Aufkleber. Dieser Aufkleber hat es schon ein bisschen so vermuten lassen, weil er von der Qantas war. Das, was bei dem Flugzeug aber wirklich spannend ist, ist halt einfach nicht nur, dass der Service schon ab 2025 losgehen soll nach London und nach New York von Sydney aus, aber auch von Melbourne aus. Dieses Flugzeug hat eine, nennen wir es einfach mal, eine Überraschung. Ja, ganz genau. Ich zeige euch mal das erste Bild. Das erste Bild, da sieht man das auch, das sind 52 Suiten in der Business Class, aber warum fangen wir nicht mit der First Class an? Ja, ganz genau, weil dieses Flugzeug hat die First Class. Ganz, ganz wichtig. Die First Class vorne, 6 Suiten und dann geht es halt weiter mit den 42 Business Class Sitzen. Dann hat man eine Premium Economy mit 40 Sitzen, aber auch eine Economy Class mit 140 Sitzen. Aber wer möchte 16 Stunden in der Economy Class sitzen? Also ich nicht, möchte ihr das? Das, was spannend wird, wird dann die Wellbeing-Zone. Da zeige ich euch einfach mal das zweite Bild. Das zweite Bild zeigt einfach mal die Wellbeing-Zone von der Seite. Heißt also, man sieht sehr schön, dass da Platz ist, dass es in der Mitte auch etwas gibt, wo man sich refreshen kann. Übrigens, wir hatten das auf dem ersten Bild ja auch gesehen, dass diese Wellbeing-Zone zwischen der Premium Economy und der Economy ist. Warum? Ganz einfach, wenn man das Ganze von der anderen Seite sich anschaut, dann
sieht man auf dem Render, dass dort eine Art Gymnastikanleitung ist. Das heißt also ein Stretching-Anleitung, dass gerade die Passagiere aus der Economy Class und aus der Premium Economy sich da stretchen können und mit den Übungen dann und dem Self-Service-Kiosk dann die Zeit vertreiben können. Ich fände es persönlich trotzdem zu eng und zu dramatisch. Weil es aber zu eng und zu dramatisch ist, gibt es auch eine First-Class-Überraschung. Diese First-Class ist so ein bisschen angelehnt an die Singapore Airlines, vielleicht nicht ganz so platzmäßig, aber trotzdem sehr, sehr luxuriös. Warum? Ganz einfach, weil dort ein Sitz ist und ein Bett, ganz genau. Und ihr seht auf dem Renderbild auch das leckere Croissant und das Apple-Notebook. Nein, aber das sind nur die Accessoires. Wenn man das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite sich anschaut, seht ihr, wie in der Tür da der Anzug verschwindet, ein iPad im Türrahmen ist. Ich würde das mal iPad schätzen, weil das sieht aus wie ein Apple-Hintergrundbild. Aber was viel spannender ist, ist halt wirklich, dass neben dem Bett, dem Schrank, dem Sitz und dem riesen Bett ein riesen Bildschirm da ist. Ja, 32 Zoll ist der Bildschirm. Also insofern sehr, sehr spannend. Wie ihr auch bei dem ersten Bild gesehen habt, ist es so bei dem Flugzeug, dass es dort eine Dreierkonfiguration gibt. Also einmal, zweimal, dreimal. Nicht wie bei Lufthansa, wie das dann sein soll. Vier Stück. Also vier, so vier. Ich finde das halt sehr, sehr spannend, dass man das da bei der Qantas wirklich extrem lebt. Und das ist ein Produkt, worauf ich mich eigentlich freue, das auch mal ausprobieren möchte. Was haltet ihr vom Projekt Sunrise? Würdet ihr von London aus bis nach Sydney fliegen oder bis nach Perth? Ist das etwas, was euch interessiert? Würdet ihr nach New York damit fliegen? State of the art. Vielleicht fliegt ihr Economy und sagt, hey, mir geht's um den Preis. Aber auch hier wieder kommentieren. Sind Pommes fertig, Piep, ne? Zweites Thema haben wir. Das zweite Thema ist die Air India. Die verabschieden sich von ihren Palästen. Ja, ganz genau. Die Flugzeuge 747 haben ja an der Seite über den Fenstern diese indischen Verzierungen für die Fenster. Das sieht da so ein bisschen aus wie so ein Maharaja-Bau oder Mogul. Auf jeden Fall gehen die 747 in die Rente. Das sind ja auch 400er. Und die Ära ist zu Ende. Also auf jeden Fall hat man ja 1971 am 19. April sich den ersten Boeing 747-200er war es geholt und das war JRD Tata. Merkt ihr was? Zwischendurch war die Firma ja im Staatsbesitz, jetzt ist es wieder bei Tata, bei der Holding, also wirklich bei einem, der Privatunternehmer ist. Und die Tata-Jungs haben halt einfach gesagt, nee, das Flugzeug muss weg. Und man kann halt mit der 747 nicht mehr sicherstellen, dass man wettbewerbsfähig ist. Deshalb sind die Zeiten der Vierstrahler halt leider vorbei, weil es halt wirklich zu teuer ist. Man hat auf 787er umgestellt und hat da halt auch eine wesentlich bessere Fuel Burn. Man hat natürlich einige 747-400 im Archiv, aber die meisten wurden bereits auf 787 umgeschult von den Kapitänen und Piloten, also Thema Geschichte. Das Flugzeug wurde ja auch zu Repräsentationszwecken genommen. Das heißt also, wenn jemand von der Regierung geflogen ist, hat man so eine 747 genommen, weil das natürlich ein Statement ist, wenn ein Regierungschef mit der 747 kommt. Nichts ohne ganz da auf dieses Statement zu setzen, haben die Amerikaner natürlich die 747 auch, aber dann als Dedicated Air Force One. Die Wichtigkeit der 747 zeigte sich ja auch in dem Dekor. Also man hat ja auch gesehen, dass da wirklich viele Sachen sehr detailliert gemacht worden sind und dass man da halt auch wirklich ja ein Liebe zum Detail hat. Etwas abgerockt waren die Paläste. Das war auch das Wort, was ich eben suchte, in meinen Augen schon. Aber da könnt ihr ja kurz Feedback geben. Man muss natürlich der Ehrlichkeit halber hier auch nochmal sagen, dass Air India auch etwas Unglück mit dem Flugzeug hatte. Man hat ja Verluste, das heißt also, man hat jetzt am 23. Juni 85 gab es ein Attentat. Da sind 329 Insassen an Bord verstorben, weil da ja, bei dem Attentat das Flugzeug dann in den Atlantik gestürzt ist. Es war eine Bombe. Des Weiteren gab es dann etwas, wo dann die Piloten schuld waren. Das war die Boeing, die Tata 1971 in der Tat abgeholt hatte in USA. Die verunglückte am 1. Januar 1978 vor der Küste von Mumbai oder Bombay Airport, weil die Piloten da die Orientierung verloren haben und 213 Menschen starben mit ihnen. Traurig. Aber hier kommentiert, findet ihr es schade, dass die 747 weg ist von Air India? Seid ihr überhaupt mit dem Flugzeug geflogen?
Was haltet ihr von dem Flieger euren? Security, das ist ein Übel, was ich heute auch über mich ergehen lassen musste. Eigentlich war es sehr angenehm in Tampere am Flughafen. Da nochmal als Hinweis, heute habe ich für euch in Tampere da den Erstflug von Tampere nach Oslo gemacht. Also insofern da für euch einmal geschaut, was so geht. Aber bevor wir mit dem Thema weitermachen, und es gibt ja auch ein Video dazu, wird jetzt die Tage veröffentlicht, wird das auch sagen, wird wahrscheinlich auf dem englischen Kanal laufen. Da wird es dann solche Sachen mehr geben. Insofern stay tuned. Aber lass uns zurück zur Sicherheitskontrolle in Frankfurt. Da gibt es ja äußerst Probleme ab und zu, weil die Leute sagen, man ist nicht zufrieden mit dem Kundenerlebnis, wenn man von Erlebnissen der Sicherheitskontrolle sprechen kann. Ich meine, dass die Sicherheitskontrolle in Frankfurt ist halt okay, ist lala. Ich erwarte von denen nichts, außer dass sie mich zumindest nicht dumm anpaulen. Ist mir auch lang nicht mehr passiert bei der Sicherheitskontrolle. Ist euch das passiert, schreibt es unten. Fraport hat jetzt ausgeschrieben und auch gesagt, wer es bekommen hat, die Sicherheitskontrollen. Denn ab Ende des Jahres, ist das ab Ende des Jahres? Ja, dann ist es halt so, dass das Ganze in der Hand von Fraport ist. Ganz genau, die kontrollieren dann damit, wer, also wie viele Leute das machen, vor allem auch welche Technik benutzt werden kann. Also das heißt, die setzen das um, was die Kriterien der Bundespolizei sind. Und da gibt es dann halt von denen wesentlich mehr Verantwortung. Frage ist natürlich auch, wenn die Fraport jetzt die Firmen einsetzt und gewonnen haben. Dies ist übrigens eine ehemalige Tochtergesellschaft, die irgendwie ausgegliedert worden ist, damit die sich auch selber da melden können. Das ist die FraSec. Da hatten wir ja auch den Winfried Hartmann an dem Stammtisch in Frankfurt dabei. Dann der nächste ist die Securitas und die ISEC. Wobei ich Isaac oder wie man das auch immer aussprechen möchte, oder Isaac, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, kommentiert unten. Die haben das halt einfach gewonnen. Das hatte man am Montag bei der Fraport, also heute, verkündet, dass die das machen werden, die Sicherheitskontrollen. Ja, also insofern, man erhofft sich halt eine effizientere, bessere Kontrolle, weil man da halt steuern kann, wie ich das sagte. Frage ist natürlich auch, wenn ihr den Flug verpasst, weil die Sicherheitskontrolle länger dauert als üblich, ist die Fraport dann auch Schadensersatz verpflichtet? Ich weiß nicht. Interessante Frage, sollten wir mal einen Anwalt fragen. Dann haben wir noch ein Thema, was für alle, die Starlines Goldstatus erfliegen, in Griechenland bei Ägäen. Da ist der Status verlängert worden, und zwar bis zum 24. November 2022, 6 Monate für alle, damit man halt da sich, ja, den Status behalten kann. Also da sagt man, Membership Card Account has been updated with the new expiration date of your tier. Also insofern hat man das da gemerkt. Die Frage in meinen Augen ist ganz einfach, inwieweit es jetzt so ist, dass man da bei der Aegean Handlungsbedarf gesehen hat, und bei British Airways hat man ja auch Handlungsbedarf gesehen und bei anderen Fluggesellschaften. Warum bei der Lufthansa nicht? Warten wir einfach mal ab, ob es bei der Lufthansa da bald Neuigkeiten gibt. Vielleicht wollen sie die Aktion verlängern, aber noch ist ja nicht der 30.06. und es gibt doppelte Meinung. Schreibt unten. Aber wir hatten das ja schon öfters besprochen, was bei der Lufthansa so passieren soll. Auch nochmal eine kleine Side-Notes, morgen machen wir Meilenschnäppchen. Ich bin heute nicht dazu gekommen. Dann nochmal eine Dienstleistung für alle, damit ihr das nicht vergesst. Und zwar ganz, ganz wichtig, Hilton hat die Promotion jetzt gestartet wieder. Heißt also, die Promotion, die ist am 2. Mai gestartet und geht bis zum 25. September. Nee, 5. September. 5. September, da muss man korrekt sein. Und diese Promotion, und das lese ich für euch jetzt nochmal ab, obwohl ich darauf eine Sendung gemacht habe, bringt euch bis zu 3-fache Punkte bei einem Aufenthalt. Deshalb ganz, ganz wichtig, denkt daran, dass ihr das dann angibt. Ansonsten, das lenkt ein bisschen ab für die Dauer des Aufenthalts, ob ihr doppelte oder 3-fache Punkte kriegt. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch bei der Promotion anmelden müsst, damit ihr davon partizipieren könnt. Jetzt entlasse ich euch auch wieder in den harten Alltag. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich bei Burger King mir einen Burger reindrehen, einen Whopper auf dem Boot, und danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, und denkt daran, abonniert den Kanal, vor allem ganz, ganz wichtig, Glocke anmachen, damit ihr keine Folge verpasst, und natürlich unten kommentieren und ein Like da lassen. Jetzt seht ihr auch hinter mir einmal die Burgerbude. Warte, ich mache das mal so. Oh,
da mal einmal scharf stellen, gucken, geht das? Ja, da ist es. Da seht ihr es. Und wieder bin ich im Bett. Also insofern, danke, dass ihr da wart und bis morgen wieder in etwas gewohnterer Umgebung. Also bis dann, ciao.